Es ist schon einige Zeit her, da wurde ich mal gebeten, ich würde doch an der Autobahn bei IKEA vorbeifahren. Ich könnte doch kurz reinspringen und etwas mitbringen. Das war so in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre. Und frisch verliebt, wie ich damals war, habe ich das auch gemacht und bin so zum ersten Mal in meinem Leben zu IKEA gekommen. Musiker sind ja keine schöner Wohnentypen, das muss man dazu wissen. Und ich bin gefühlte 20 Kilometer gelaufen, bis ich diese, ich glaube, Teelichter waren es, bis ich die endlich hatte. Und auf dem Rückweg zur Kasse waren es ebenfalls gefühlte 20 Kilometer. Auf dem kurzen Weg zu meinem Wagen habe ich mir geschworen, dass ich diesen Laden niemals nicht mehr betreten werde. Aber, wie so ist, das Wort Ehe ist ja die Abkürzung für das Wort Kompromiss, so habe ich es nicht geschafft, diesen Schwur während meiner Ehejahre durchzuhalten. Dann bin ich 60 geworden und mit 60 gibt es die wunderbare Einrichtung des Altersstarrsinns. Die Zukunft war also gerettet, blieb der Frust aus der Vergangenheit. Und den kann man sich wunderbar von der Seele schreiben als Liedermacher mit dem Lied »Da, wo ich wohne, ist IKEA freie Zone«. Meine Bücher stehen jemals nicht im Billigregal. Es sind nur gute Bücher, da ist das ganz normal. Meine Schuhe stehen niemals nicht im Gräfbeck-Schrank. Sie danken's mir mit Wohlgefühl, Gott sei Dank. Mein Körper lag noch niemals nicht im Volllalbettgestell und keine Melodielampe macht bei mir hell. Meine Kleider hängen niemals hinter Pax Ugdal. Die Nähte würden reißen, das wäre doch ganz normal. Nein, da wo ich wohne, ist die kehrfreie Zone. Da wo ich hause, hat IKEA immer Pause. Da wo ich lebe, von IKEA keine Strebe. Da wo ich liebe, von IKEA keine Liege. Mein Besteckkasten heißt sicher niemals rationell. Er ist nicht von IKEA, daher sehr funktionell. Meine Bettdecke heißt sicher niemals Müsakäs, wenn überall und immer gibt es Besseres. Das Linnenbettgestell hat letztlich nur einen Zweck. Es ist und bleibt der angesagte Mädchenschreck. Weddingerle, was ist gleichzeitig Sofa und Bett? Wenn du da eine reinkriegst, heißt sie sicherlich Jeanette. Es gibt nur Glückshormone in IKEA-freier Zone. Da, wo ich mause, hat IKEA immer Pause. Da, wo ich esse, geht IKEA auf die Fresse. Da, wo ich schlafe, ist IKEA eine Strafe. Ich trau IKEA alles zu, drum bin ich auf der Hut. Lies jeden neuen Katalog, aber immer mit Wut. Auf Anfrage gibt sich IKEA äußerst wortkarg. Aber ich bin sicher, die planen einen IKEA-Sarg zum selber bauen und ohne Rückgaberecht. Der Name könnte lauten, verwies dies Mürebrecht. In diesem will ich niemals liegen, es wär ewig raus. Drum schrei ich hier und heute mein Testament hinaus. Auch in meinem Grabe gilt diese Vorgabe, auch wenn ich erkalte, bestehen diese Vorbehalte. Auch wenn ich verwiese, bleibt IKEA Antithese. Und bis zum jüngsten Gericht bin ich auf IKEA nicht erpicht.